Hallo zusammen, wir spielen heute wieder eine kleine Runde Farm Manager 2018. Ja, ja. Na, komm. Jetzt habt ihr Sound, sorry. Manchmal will das Programm nicht so, wie ich möchte. Ja, wir wollten dann jetzt erstmal anfangen, indem wir unseren Mitarbeitern mal auf die Schliche kommen. Seht die tun die, wieder nichts. Nee, das sind die heimlichen Turteleien hier bei uns. Seht ihr, das sind zwei in dem... man kann es nicht sehen. Das sind zwei Leute. Also die Love-Stories haben wir hier auch, ne? Nein, wir fangen mal an. Wir sind im Winter, im Dezember. Wir spielen da weiter, wo wir am letzten Mal aufgehört haben. Vielleicht ein paar Tage weiter jetzt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber eigentlich habe ich nichts mehr groß gemacht. Nachdem ich die letzte Aufnahme beendet habe. Wir warten immer noch drauf, dass unsere, wie hieß es nochmal, unser Typus. Na? Die Einjahreslandwirtschaftsakademie. Also das, was wir erforschen, dass das endlich mal fertig wird. Und wir haben Tiere erkrankt, okay. Die warten auf den Tierarzt, sehr gut. Es gab wieder ein paar Updates. Ich glaube, jetzt mit die größte Neuerung war, dass wenn wir jetzt ein Feld ernten, die Zeit womit angezeigt wird. Es wurden ein paar Fehler behoben. Es gab wohl einige Bugs. Seltsamerweise, wir haben die Fehler oder die Bugs, die viele beschreiben haben, haben wir so nie feststellen können. Ja, wir hatten das mal, dass das Auto festgesteckt hat. Ich sag nichts mehr. Wir hatten nie Fehler gehabt. Bams. Oh nein. Da. Ich hab's beschrieben. Ey, und ich habe hier schon doppelt breite Straßen gesetzt, ne? Wenn man so drüber nachdenkt. Ja, aber du weißt, was ich meine. Wir haben, was teilweise in den Diskussionen war, waren schon heftige Fehler. Die haben wir so nie festgestellt. Ja, das stimmt. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Wir haben mittlerweile schon 5,6 Millionen. Also, könnten ein paar Windkrafträder bauen. Ja, das können wir machen. Also unsere Taktik, oder sprich die Taktik, die Pommes uns vorgeschlagen hat, geht vollkommen auf, indem wir unsere Schlachthäuser und also beziehungsweise das Schlachthaus und den Schlachthof mit Rindern beliefern ohne Ende. Deswegen kaufe ich direkt nochmal ein paar ein. Das gibt Geld ohne Ende. Ja. Felder bestellen können wir jetzt gerade nicht. Wie gesagt, wir haben Winter, minus 1 Grad. Da ist jetzt momentan nichts zu holen. In der letzten Runde... Ach, guck mal, jetzt können wir es ausprobieren hier. Gewächshaus, wir können die Erdbeeren ernten. Mal gucken, was jetzt passiert, wenn wir jetzt auf Ernten gehen, ob die Zeit uns angezeigt wird. Da oben ist irgendwas gekommen. Hier da oben ist irgendwas gekommen. Wo? Verbleibende Zeit? Nein, das ist die Forschung. Hab ich nie gesehen, sorry. Ich habe immer woanders hingeguckt. Und da laufen sie. Unsere fleißigen Bienchen. Huch. Man kann leider nicht rein. Na. So. Wir könnten ja gucken, wenn wir so viel Geld haben, können wir ja das ganze System da ein bisschen bewässern, oder haben wir das schon getan? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir dran waren. Ich war da ein bisschen krank, als wir gespielt haben, oder? Ich erinnere mich an so wenig. Jetzt sag nicht, nein, du bist das immer. Das ist dein Normalzustand. Wenn ihr seinen Blick sehen könntet. Das muss Liebe sein, oder? Sehr viel sogar. was ich sagen wollte, bei der letzten Runde habe ich mal, wollten wir ja mal gucken, ob Erdbeeren oder Paprika mehr bringt. Und tatsächlich, die Paprika hat um einiges mehr gebracht. Die Erdbeeren wachsen aber ein Ticken schneller, aber letztendlich... Paprika lohnt mehr. Wir wollten jetzt auch in dieser Runde, wenn wir dann endlich wieder Frühling haben. Am meisten bringen Pfirsiche. Wenn wir dann endlich wieder Frühling haben, wollen wir auf jeden Fall auf dem Pfirsiche. Feld hier unten. Pfirsiche! 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 Wisst ihr, eigentlich sind das gar keine Vogelscheuchen, das sind Grabsteine. Wieso? Na, ist okay, war nur eine Anspielung. So, Wieso? Ich mach nur Spaß. Wieso? Pfirsiche. Du bringst mich heute vollkommen raus. Wir wollen Paprika auf eines der großen Felder, wollen wir auf jeden Fall anpflanzen. Gleich spielt die Fiene. Nee, ich finde das heute gut. Ja,
ist das nicht schön weiß? Guck mal hier. Fine 1, Fine 2, Fine 3. Wie viel Leben hast du eigentlich? Mehr als du zählen kannst. Ich mach nur Spaß. Ja. Für sich wir sind out nur. Of Rind hier. Ja? Obwohl, nee, sind wir nicht, diesem Zulauf. Eine Kuh macht Mo viele Kühe machen. Nö, hatten wir auch schon, ne? Ich bin gut, ne? Ich kann noch mehr solche Weisheiten von mir geben. Ja, schnallt euch an, es geht los. Wie war das nochmal? Der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln? Lach schon, komm, lach ja, schon. Du fandst das gut. Ja, das ist alles okay. Nicht? Jetzt können wir leider nicht allzu viel machen. Bis der Bauer wird sich hüten, die Eier selbst zu brüten. Das ist, oh Gott, nein. Jetzt hast du gegoogelt, ja, oder? Ja, ich hab gegoogelt. Ja, komm, wenn du schon dabei bist, dann kannst du direkt nach Flachwitzen googeln. Das sind Bauernregeln. Wir könnten... Dreht sich der Hahn auf dem Grill, macht das Wetter, was es will. Na, habt ihr auch schon gegrillt? Oh. Also ich bin ja so der Typ, für mich gibt es keine Grillsaison, weil die ist immer... Ja, es ist kalt und es regnet, es ist egal. Feuer! Wir grillen auch im Winter. Ja. Ich mach da ja fröhlich mit. Ich bin ja auch ein Grillfan. Ja gut, im richtig tiefen Winter machen wir es auch eigentlich eher weniger an. Das ist schon... Ja. Klar, im Sommer grillt man mehr, das stimmt schon. Ja, jetzt auf jeden Fall... Föhnt der Hahn sich seinen Kamm, glüht er rot und steht ganz stramm. Ist der Bauer noch nicht satt, fährt er sich ein Hühnchen platt. Oh Gott. Was ist denn so weit? So. Nochmal zurück, weil ich uns wieder vergesse, was ich sagen wollte. Wir könnten Gewächshäuser weiterbauen oder wir bauen mal ein paar Windräder. Wir könnten aber auch mal gucken. Wir hätten ja noch ein paar Manufakturen. Frakturen, die wir noch nicht gebaut haben. Also wenn wir unsere 365-Tagesforschung hier oben endlich mal abgeschlossen haben, dann können wir auch... Wie war das? Genau hier, die größeren Ställe bauen oder die ganz großen Ställe. Das würde ich auf jeden Fall noch gerne machen, aber das können wir ja jetzt noch nicht. Sie weint nicht, sie lacht. Keine Sorge, ist alles gut. Liegt der Bauer auf der Lauer, wird Herr Lauer ganz toller Sauer. Na das jetzt nochmal, liegt der Bauer auf der Lauer, was? Wird Herr Lauer ganz toll sauer. Ja. Die finde ich gut. Oh Gott, hier steht so ein Kram. So schnell bin ich nicht. Achso, okay, alles gut. Bei unserer letzten Aufnahme, wir hatten das bei uns in der Steam-Review geschrieben gehabt, dass manche Besetzungsfehler drin waren. Das Teil hier, das kleine Lager, hieß ja vorher noch kleine Garage. Das wurde irgendwie, ich weiß nicht, so stillklang heimlich über Nacht weggepatcht. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich hätte kein Update gezogen, aber am nächsten Tag hieß es auf einmal kleines Lager. Da war ich etwas überrascht. Also manche Sachen wurden schon verbessert. Weil es am Anfang sehr irritierend war, kleine Garage statt Lager. Ne? Sei es drum, jetzt haben sie es ja umgenannt. Wir könnten natürlich noch Fabrik für Tiefkühlkost... Lohnt sich nicht, weil wir noch nichts haben. Schlachthof haben wir sowieso. Saftfabrik. Ja gut, aber auch da brauchen wir jede Menge Obst. Wir könnten einen großen Obstgarten anlegen. Also so ein riesen Baumfeld nochmal. Ja, mit verschiedenen Sachen drauf oder eine Sorte? Aber im Winter kannst du es auch nicht machen. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Wir können nur eine Armee an Gewächshäusern machen. Weil sonst bringt das ja alles nichts. Wir können die Mühle noch bauen. Produktion von Samen, Setzlingen. Erlaubt die Vorbereitung von Samen und Setzlingen aus den geernteten Erträgen.
Das würde ich einfach gerne mal bauen, um zu gucken, was es bringt. Und eine Milchverarbeitung können wir ja auch mal bauen. Bauen wir direkt eine... Nee, komm, oder? Wir haben so viele Kühe, lohnt sich das, eine große zu bauen? Na komm, wir bauen jetzt mal eine kleine. Oh Lässt Gott. Der Bauer einen fahren, flieht das Vieh in ganzen Scharen. Wow. Wir bauen die kleine. Wir bauen die. Na, das passt natürlich nicht. Das würde gehen. Aber ich möchte nicht direkt neben so einer Fabrik wohnen. Ist doch wunderbar. Oh. Wo kam der jetzt her? Oh ja, was soll's. So, dann haben wir die auf jeden Fall. Und die Mühle könnten wir noch bauen. Na komm, wir bauen sie einfach mal. Wir können sie noch nicht nutzen, weil wir ja noch kein einziges Feld wirklich bestellt haben. Weißt du, was Aber die einzige Bauernregel ist, die immer stimmt? Nee. Regen im Mai, April vorbei. Wow. Ich kann noch mehr so geistreiche Einwürfe machen. Alle Kühe da weg? Wow. Ja, die Kühe machen es nicht lang bei uns, wa? Massenhaft Kühe. Pflanzt der Bauer Ökobeete, denkt er kichernd an die Knete. Oh Gott. Gut, wir brauchen noch 3 für die Milchverarbeitungsfabrik. Hier haben wir schon 8 drin. Dann bauen wir uns doch hier noch ein Häuschen. Wir haben es doch, komm. Die haben wir auch gleich fertig. Also die Mühle wird interessant, wenn wir dann das große Feld hier bepflanzen. Ich bin aber überlegen, womit wir es bepflanzen. Ob wir einfach nur Weizen am Anfang nehmen, wäre immer eine Maßnahme. Dann könnten wir noch hier unten oder hier oben, sollen wir hier oben unsere Obstgärten reinsetzen? Ja, da wo die Bäume schon stehen, ne? Ja, ich bin mal ganz kurz auf Mute, sorry, muss die Nase putzen. So. Ist die Frage, welche Größe hier sinnig ist und sich lohnt? Mehr geht nicht. Das wäre Max. Jetzt von den Bäumchen, ne? Ja. Ja, wir wollen ja verschiedene Sorten machen. Das sind so Streifen, komm, vielleicht nicht verkehrt. Wir machen 25 mal 20. Das können wir uns hoffentlich auch merken. Sollen wir dann immer Wege zwischenbauen? Probieren Sie einfach mal. Ach, das geht natürlich nicht, ne? Ah, das hätte so schön ausgesehen. Tja. Kann nicht alles haben, Leben. Kann man denn jetzt die Bäumchen, konnten wir die mit einem Dings pflanzen oder musste man das per Hand machen? Ich weiß es schon nicht mehr. Ach, hier kann ich rangehen.
Ich glaube per Hand, aber wir werden es gleich sehen. Ich bin mir da jetzt auch nicht so ganz sicher. Ach, hier kann ich ranbauen. Mhm. Das hatte ich eben betuppt. Ja. Betuppen wolltest dich. So, bauen wir 19, dann reicht das auch. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie viele verschiedene Bäume wir jetzt setzen können. Ich glaube, 3 waren es auf jeden Fall, oder? Also verschiedene Baumsorten. Mm. Weißt du auch nicht mehr, ne? Nee, ich weiß es auswendig nicht mehr. Ja, hier kann man nur sagen, mehr Glück als Verstand. Ja, nee, das war alles so geplant. Wir haben das vorher ausgezählt. So. Bis auf das erste sieht das so ganz schön aus. Dann sollten wir auch direkt mal in einem gucken, dass wir uns... Ne, Moment. Gleich gucken wir nach einem kleinen Trecker, dass wir es auch schon haben. Und wir sollten hier mal schauen, dass wir uns jetzt ein paar Leute anstellen, die in die beiden Fabriken reinlaufen können. Das wären immer hier die, ich sag mal, kleine Tankstellen dazu. Tatsächlich ist das ein Männchen auf dem Förderband. Die braucht man für... Okay, hier rein. Die braucht man für die Verarbeitung in Fabriken oder Produktionsanlagen. Nein. Nein. Habe ich den jetzt? Nein, habe ich nicht. Wie viel habe ich jetzt schon angestellt? 5? 5 von 8. Wie viel gehen hier rein? 2. Ja, das passt doch. Oder auch nicht. Da ist nicht schlimm. Kann ich alles haben. Ich meine, ich hätte gelesen, dass man irgendwann auch die maximale Zahl an Mitarbeitern irgendwie erreicht hat. Das fand ich jetzt auch doof. Okay. Weiß ich aber nicht, ob das stimmt. Das weiß ich persönlich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich hatte es auch nur gelesen. Das heißt nicht, dass das richtig ist, was man da immer so alles liest. Vielleicht so eine Art Level Cap oder sowas. So, in der Mühle, die haben wir erstmal nichts zu tun. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie sich das Getreide holen. Aber wir haben eh nichts da gerade. Fressen die den Kühen das Futter weg? Aber die Kühe brauchen doch gar kein Futter. Ja, noch hat wir haben schon 7 Millionen. Ich bin gerade am Gucken. Wir haben Weizen hier vor Ort. Wo haben wir unser Silo? Da. Wir hätten hier noch Weizen drin, aber nur 150 Kilo. Nee. Was, nee? Willst du es da reinscheffeln? Ich weiß nicht, ob er sich das automatisch nimmt sogar. Deswegen war ich gerade am Gucken. Aber wir können, warte, wir müssen ihm das ja eh sowieso noch freischalten. Hier, wir können sagen Weizen, Roggen oder Mais. Oh, wir hätten natürlich Roggen noch 8 Tonnen hier, ne? Ja, dann lass doch mal den Roggen verwerten. Ja, dann machen wir das auch, würde ich auch sagen. Roggen. Wobei Weizen mehr am meisten gibt, ne? Also aus 100 Kilo Weizen bekommen wir 75 Kilo Weizenmehl. Ja, aber Roggenmehl ist vielleicht teurer. Gehe ich mal von außen. Hier kriegen wir nur 70 bekommen, bei Mais halt 65, aber gut, wir probieren es einfach. Du musst denen noch die Prozente sagen, ne? Genau. Hier können wir jetzt sagen, was wir machen wollen. Also ob wir Käse oder Butter herstellen wollen, Ziegenkäse. Wir haben ja eh nur Kuhmilch, das heißt, für uns sind nur die ersten 3 Einträge hier interessant. Mach doch alles 3 zu Anteilen. Ja, machen wir auch einfach, weil wir keine Ahnung haben, was am meisten bringt. Genau. So. Das sollte jetzt klappen. Musst du nicht noch sagen, wie viel er nehmen soll? Er kann doch eigentlich alles immer nehmen. Ja, in dem Fall tatsächlich, ja. Wir müssen die Milch ja nicht verkaufen. So viel bringt der Verkauf hier ja nicht. Ja, nee, das ist richtig. So, hier sind wir wieder so weit, dass er die abernten kann. Was kann er denn ernten? Ach, das Erdbeeren und Paprika. Doch, Paprika ist auch so weit. Warte, bevor ich das jetzt mache.
Haben wir noch? Oh, wir haben noch. Dann lass uns doch noch einen einstellen. Oder von mir aus auch gerne zwei. Ich hätte gerne einen, der Trecker fahren kann. Mhm. Weil das für später für unsere Obstgärten noch interessant wäre. Den nehmen wir. Ah, komm, und 0 von 5, hier 2 von 5. Die nehmen wir auch noch. So, jetzt können wir hier direkt drei Mann reinhauen.